Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Wissen-Kanal. Ja, als allererstes möchte ich mich einmal dafür entschuldigen, dass die letzte Woche eigentlich so gut wie kaum Videos gekommen sind. Ich hatte einfach viel zu viel Stress die letzte Woche und hatte da halt einfach keine Zeit, noch Videos aufzunehmen. Aber dafür kamen ja die zwei Streams und ich versuche jetzt auch in die nächste Zeit ein bisschen öfter zu streamen oder ein bisschen regelmäßiger zu streamen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt. Aber ich schau mal, ich tue, was ich tun kann. Naja, ich würde sagen, wir legen auch einfach mal los mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß. So, wir sind ja beim letzten Mal so weit gekommen, dass wir hier so weit jetzt eigentlich so schon einigermaßen am Klettern sind. Jetzt müssen wir einfach nur noch gucken, dass wir hier mit Josef oben drauf kommen und dass wir dann noch hier hochkommen. Und wie wir dann weitermachen, das werden wir dann mal sehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das und gut. Dann würde ich sagen, wir fliegen mal eben ganz kurz zu den Command-Blöcken oder wir löschen erstmal diese beiden hier nochmal wieder. Oh, das war ein bisschen viel, aber ich glaube, es geht eigentlich auch so. Ich habe nämlich aus Versehen den Kiesblock noch weggeschlagen, aber es geht eigentlich an sich so. So, ganz kurz einmal was gucken. So Leute, ich habe jetzt irgendwie 5 Minuten meinen Skript gesucht, weil das irgendwie nicht mal an dem Ort gespeichert war, wo ich es eigentlich hingespeichert habe. Aber ich habe mir jetzt einmal angeschaut, was jetzt danach so kommen würde. Und danach kommt jetzt erstmal ein bisschen Musik. Und ich glaube, da werden wir dann auch durch die Höhle laufen. Und danach kommt einmal, dass wir feststellen, dass da unten keine elektronischen Dinger funktionieren. Okay. Ich kann das Ganze ja einmal hier auf so und so. Dann seht ihr das Ganze auch. Also hier würde jetzt erstmal, also hier sind wir jetzt gerade. Ne, Moment mal, wir sind hier. Hier sind wir gerade. Jetzt würden die beiden hier kommen, aber da sind wir jetzt in diesem Video dran. Und hiernach kommt dann halt Musik und dann werden wir bei der Musik wahrscheinlich durch die Höhle laufen. Und hier sagen wir dann halt, dass halt keine elektronischen Sachen funktionieren. Aber okay, dazu kommen wir dann im nächsten Video, würde ich sagen. Und jetzt machen wir jetzt erstmal halt dann diese beiden hier. So, das wären dann einmal angestrengt klettern, bin oben. Hier in meine Hand und angestrengt klettern, danke, dann komm weiter. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich bereits diese Sachen eingesprochen? Ich muss mal ganz kurz das auf meinem anderen Bildschirm machen, weil es sind hier auch einige private Sachen. So, okay, da habe ich es gefunden und dann brauche ich jetzt bitte einmal meinen Ressourcenpack. So. Da ist es, Assets, jetzt können wir eigentlich wieder hier reingehen. Ein und dann müsste das Sound sein, F2, okay, das müsste dann einmal. Wo haben wir sie denn? HR4 sind wir. HR3. HR4. Okay, dann müssten wir das eigentlich auch bereits schon haben. Okay. Gut. Dann können wir eigentlich das hier alles schließen. Okay. Wir wechseln wieder auf Minecraft. Gut. Okay, Leute, mein OBS hat irgendein Problem, aber ich glaube, ich habe es jetzt behoben. Jetzt sollte das eigentlich alles wieder laufen. Okay, das Einzige, was wir jetzt machen könnten, ist, dass wir hier nach diesem... oder? Doch, das könnten wir eigentlich an sich machen. Wir könnten den hier so hochklettern lassen und müssten den dann halt teleportieren. Weil anders wüsste ich nicht, wie wir es machen wollen. Der klettert dann hier so hoch und wird dann hier so hin teleportiert. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir probieren es einfach aus. Und dann ist schon gut. Okay, dann wären das bitte einmal die Koordinaten 2007, 62 und die minus 9. So. Okay, gut.
Dann gehen wir einmal nach hier vorne und müssen jetzt einmal gucken, wie lange brauchen wir das denn? Ich würde sagen, wir machen das erstmal einmal so lang. Ja, ich kann hier einfach so raus. Gut. So, so, so und so. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann nehmen wir uns hier einmal einen Command-Block und sagen hier TP add i tag gleich rk-f2-joe2 und dann an diese Stoppi. An diese Koordinaten, so, tp, add i, tag gleich rk unterstrich f2 unterstrich joe2, so, und dann an diese Koordinaten und dann soll das minus 180, wenn ich mich nicht irre. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Und das hier ist schon 90. Dann müsste das eigentlich müsste 100 ist das der? Ja, ich denke schon. Ja, es wird der sein. Okay, dann 90 ist dann da. 180. Dann sagen wir einfach, wir sagen einfach minus 90. Minus 90 und 0. Nee, nicht 0, wir sagen 30. Wir sagen 30. Okay, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Na so, ich hole mir mal ganz kurz mein Headset her. Oh, das war mein Mikrofon. Oh, ja, ich sollte vielleicht auch meine Ressourcenpakete wieder reintun. Das wäre nur von Vorteil, damit ich auch die Story und alles mithören kann. Und dann sollte ich auch vielleicht noch die Animation auch anschalten. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen da noch irgendeinen Mechanismus mit einbauen, dass sich die Animationen automatisch einschalten und automatisch auch wieder abschalten, wenn der Film zu Ende ist und wenn der Film beginnt. Jetzt müssen wir halt mal eben warten, das ist jetzt ein bisschen blöd. Und wir zerstören die auch einfach mal sofort, bevor wir jetzt wieder hin und her fliegen. So, also einmal an, immer aktiv, perfekt. Und dann, wo haben wir gerade den Animationspunkt? Der müsste hier vorne irgendwo sein. Oder ist er schon weiter? Oh. Okay, der war um einiges weiter schon als diesen Punkt. Okay, dann machen wir das jetzt einfach wieder so. Wir reparieren mal eben die Stelle, wo ich das weggemacht habe. Das geht in die Richtung. Okay. Stopp. Nicht hier irgendwas kaputt machen. So. Okay, jetzt dürfte aber alles soweit funktionieren. Lass mich hier bitte einmal durch. Danke. Und hier ist eigentlich auch alles wieder weg. Gut. So machten sich die Forscher auf den Weg, ohne zu wissen, was sie erwarten wird. Ja, soweit kennen wir ja eigentlich alles. Hier müssen wir noch unbedingt gucken, dass wir da langsam mal die Naturgeräusche reinkriegen. Aber da überlege ich mir noch was, dass ich das auch so mache wie Josef, dass ich in den Wald fahre und da auch wirklich die Sachen Hier ist es, komm, hilf mir. aufnehme. Okay, warte. Steige auf meinen Rücken und gucke, ob du von dort aus oben an die Kante dran kommst und dich hochziehen kannst. Oh, das sieht man ja gar nicht mehr. Oh, das müssen wir noch ändern. Hallo, Josef, wo bist du hin? Okay. Gut, ich würde mal eben sagen, ich mache das soweit fertig, dass das hier an sich funktioniert. Ich gucke mal eben, wo der Fehler liegt und melde mich dann gleich wieder zurück. Und für euch ist das jetzt nur mal eben ein kurzer Cut und ich melde mich dann gleich wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt irgendwie 10 Minuten den Fehler gesucht und dann ist mir gerade erst aufgefallen, dass
das hier so drin stand. Und eigentlich sollte das so heißen. Okay, ich würde sagen, wir holen uns mal eben unseren Josef zurück. So, sollte eigentlich funktioniert haben. Der sollte jetzt eigentlich... Ach, jo, dann nicht. Aber Moment mal, wir müssen ja eigentlich slash kill, weil ansonsten funktioniert die Animation ja nicht. Add i tag gleich rk unterstrich f2 unterstrich joe 2. Joe nichts vor. So, kein Objekt gefunden. Okay, dann. Moment, wir machen das mal eben so. 2997. Was hat man gesagt? 56 oder 65? Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal unter minus 9. Moment mal, wir haben die damals doch auch. TP slash TP. So. Außerhalb der World Border sind wir hier. Okay, gut. Dann einmal wieder zurück. Dann ist er wahrscheinlich zerstört worden. Okay, aber die Koordinaten hier wären richtig. Okay. So, okay, dann machen wir das mal eben. Wir haben Josef ja quasi zerstört, indem wir ihn ins Nirvana teleportiert haben. Aber jetzt müssten wir das ja alles soweit fertig eingestellt haben. Das hier ist jetzt auf 2007. Okay. Gut, dann einmal ab geht's. So machten sich die Forscher auf den Weg, ohne zu wissen, was sie erwarten wird. Okay, und dann würde ich sagen, brauchen wir eigentlich nur noch den, beziehungsweise mich da hoch zu teleportieren. Und dann müssen wir gucken, wie wir das weitermachen, weil da oben wird es ja für zwei Personen recht eng. Und wir sehen ja gar nicht, wie die da hochgehen, obwohl man kann ja eigentlich, das will ich jetzt ausprobieren. Hier ist es, komm, hilf mir. Okay, warte, steige auf meinen Rücken und gucke, ob du von dort aus oben an die Kante drankommst und dich hochziehen kannst. Okay, man kann hier die Kamera frei bewegen, das ist schon mal gut. Allerdings sieht man Josef da oben trotzdem nicht. Und da müssen wir jetzt einmal gucken, wie wir das am besten machen. Wollen wir das so machen, dass... Nee, das ist auch blöd. Oder wollen wir uns woanders hin teleportieren lassen? Wie machen wir das jetzt? Moment mal. Nee, ich dachte schon, dass er jetzt schräg steht. Sonst hätte ich jetzt eine Lösung gefunden, wie wir das mit dem Liegen machen können. Aber, okay. Gut, wie machen wir das jetzt? Wo teleportieren wir uns am besten hin? Wir, ja, so hin teleportieren können wir uns eigentlich... Ach, komm schon. Ja, danke. So teleportieren können wir uns ja eigentlich auch nicht, weil wir ja da nichts stehen haben. Ich baue da noch ein bisschen was hin, könnte man eigentlich auch machen, aber man sieht hier halt, dass der Berg auch nicht komplett voll ist. Gut, also man steht hier, da sieht man Josef dann nicht. Könnte man, wenn man jetzt hier steht, dann sieht man das Ganze besser. So sieht man das Ganze besser, also hier hin. So und so. Dann machen wir statt den Koordinaten einfach diese Koordinaten hier. Und das wären dann einmal die 2000... Ah, Moment mal. Nee, Moment. Man müsste ja eigentlich die... komplett frei bewegen, die Kamera. Müsste man ja eigentlich können, soweit. Okay, Leute, da ist gerade einer reingekommen, kurz. Und irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie ist in diesem Video heute der Wurm drin. Aber, jo, wir machen einfach weiter, das Ganze stört uns nicht. Jetzt müssen wir nur einmal ganz kurz den Punkt suchen, wo wir hier teleportiert werden. Das müsste er eigentlich sogar schon sein. Das ist er auch. Okay, gut, dann ersetzen wir das einfach mal nicht durch diese Koordinaten, sondern durch diese Koordinaten. So. Und... so. Sind eigentlich fast dieselben, nur halt. Eigentlich hat sich gar nichts geändert, bis auf die 8 zu 10. Okay,
Und dann müssten wir eigentlich nur sagen, dass wir eine Drehung von 90, nee, nicht 90, sondern wir sagen 95 haben wollen. Obwohl 95, nein, stopp, gar nicht wahr. Wir wollen keine Drehung von 90, wir wollen eine Drehung von 50. So weit ist das doch schon mal okay. Aber jetzt fällt mir gerade so ein, dass wenn wir die Kamera frei beweglich machen. Okay, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an. Und danach meckere ich über die Probleme, die jetzt gerade entstanden sind. Würde ich einfach mal sagen. Wir gucken uns das Ganze an und danach meckern wir. Ach ja, und den hier müssen wir auch noch bearbeiten. Fällt mir gerade so ein. Das machen wir jetzt erst und dann gucken wir uns das Ganze einmal nochmal neu an. So, und zwar brauchen wir den hier einmal so rum. Na, stopp. Einmal so rum und brauchen darunter wieder ein Data-Merge. Jetzt muss ich allerdings mal ganz kurz eben einmal MC-Stacker laden. So, okay. Hoffentlich lädt das jetzt schnell. Okay, gut, ich würde sagen, ach, da habe ich schon. Gut. So und so und so. Dann ein Data Merge und der Tag ist RK_F2. Das ist kein Unterstrich, das ist ein Minus Unterstrich. Nee, stopp. Jetzt aber. So, Unterstrich Joe 2. Und dann wollen wir. Ach nee, Moment mal. Wir brauchen eine. Wir kopieren uns einmal den Tag hier. Strg C. Sagen Armor Stand. Und fügen den Tag wieder ein. So, gut, dass ich mir den kopiert habe. Und dann die Pose soll. Einmal. Wo haben wir denn da? Kopf. Jetzt ganz kurz überlegen. Okay, eigentlich müsste das minus 30 sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir sagen einfach mal minus 30. Und da ich gerade dann denke, dass wir den zerstört haben, müssen wir uns das Ganze jetzt doch noch einmal antun. Okay, dann einmal nochmal von vorne. So machten sich die Forscher auf den Weg, ohne zu wissen, was sie erwarten wird. Okay, und dann machen wir eben das mit dem Data Merge und dann würde ich sagen, war es das auch für heute mit dem Video. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange wir jetzt aufnehmen, weil ich das Ganze jetzt mehrfach aufgenommen habe und in mehrere Teile aufgenommen habe. Ja. Und hier ist es, komm, hilf mir. Okay, warte. Steige auf meinen Rücken und gucke, ob du von dort aus oben an die Kante drankommst und dich hochziehen kannst. Okay, das ist scheiße. Das ist gerade echt blöd gewesen. Okay, also diese Probleme entstehen also. Okay, dann würde ich allerdings sagen, wir kümmern uns da im nächsten Video drum. Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Es wird auch immer später gerade. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war heute. Gut, ja, dann bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao. So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao.